Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Pizza Collection 3. Wir starten einen neuen Versuch bei der Stadt der Liebe. Und kurz zur Info, ich weiß jetzt, woran es hier liegen hat. Und ich hätte es auch mir eigentlich denken können anhand der Symbole, ich habe die nur falsch verstanden. Sache ist nämlich die, ich habe im Offscreen, weil ich hatte eigentlich den zweiten Versuch hier schon aufgenommen, bin aber gescheitert, deswegen habe ich abgebrochen. Dritter Versuch, wieder gescheitert und ich weiß jetzt auch, wo der Fehler lag. Ne? Also ich habe es dann noch einmal ausprobiert, ohne aufzunehmen direkt. Und ich glaube, ich habe es jetzt raus. So, wir fangen erst einmal hier an. So, wir sagen alles reparieren. Yo. Und wir sagen noch was weiteres, denn wir verkaufen alles. Warum? Ganz einfach. Das ist nicht der Stil, den Arbeiter mögen. Und deswegen sind die ganze Zeit keine Arbeiter reingegangen. Die hatten doch dieses wunderschöne Symbol mit dem Möbel über dem Kopf. Und das sollte heißen, hey, hör mal, uns gefällt die Einrichtung hier nicht. Tja, hätte ich das mal eher gecheckt, dann hätten wir das Problem jetzt nicht gehabt. So, wir richten den Laden mal so ein, im einfachen Stil. Denn das Rustikale mögen ja Gruftis durchaus. Allerdings ist das nichts für Arbeiter. Und Arbeiter mögen es einfach. Und das sollen sie bei uns natürlich auch kriegen. So, eben ein paar Stühle. Gib mir eine Sekunde. Die sind praktischerweise auch billiger als die anderen Stühle. So. Dann können wir uns jetzt an das Personal machen. Erstmal einen Lieferant. So. Wir brauchen jemanden, der viel ranholt. Wir brauchen jemanden, der schnell Leute bedient. Wir machen das Ganze erst einmal in zwei Schichten. So, die Menükarte wird überarbeitet. Ich habe schon gesehen, was die Arbeiter überwiegend bestellen, nämlich Tonno. Also bei diesem einen Versuch, den ich gemacht habe. Mag die Zutaten, Belagerung ist okay. Kann man sich leisten. Gut. Dann Caprese war auch noch ganz gut. Amerikaner auch. Weil die auch die perfekte Belagerung hat. Und Gamberetti, war die auch gut? Mag die zu? Ja, komm, wir nehmen die mal rein. So, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Wir können ja später noch weitere designen. Ich will nur erstmal gucken, dass wir jetzt endlich mal diese Anfangsphase überstehen. So, Tonno. So, da haben wir... Liebe Nichte, der junge Mann, mit dem du gesehen wurdest, ist so ziemlich der einzige Mann auf der Welt, der dich nicht einmal ansehen dürfte. Dein Vater schäumt vor Wut und ich konnte ihn von Schlimmerem abhalten, indem ich ihm versprach, dich mit diesem Brief zur Vernunft zu bringen. Halte die Familie in Ehren. Du weißt, was du zu tun hast. Dein Onkel Carmine. So, den Brief wollt ihr euch natürlich nicht nehmen. Dann geht's jetzt gleich los und ihr werdet jetzt gleich sehen, erstmal unser Standardproblem, nämlich, dass wir keine Zutaten haben. Sehr geehrter Herr Montago, ausgerechnet dieses Restaurant? Sie sollten die alten Geschichten ruhen lassen. Was geschehen ist, lässt sich doch nicht mehr ändern. Arturo Andrisetti. PS. Demnächst wird Sie einen Brief einer Pauline Baumann erreichen. Sie sollten sich das Angebot ernsthaft ansehen. Ich nehme an, das ist ein Angebot, das wir nicht abschlagen können. So, wir müssen jetzt mal eben forschen. Und zwar die Lagerhäuser. Denn wir haben jetzt mal wieder das Problem, dass wir keine Zutaten haben. Obwohl wir jetzt endlich Kunden kriegen. Sehr schön, die ersten Pizzen gehen endlich über den Tisch. Und ihr seht, der Laden ist deutlich voller. Es kommen tatsächlich mal ein paar Arbeiter hier hin. So, dich pachten wir mal. Du lieferst dahin. Und die Qualität ist die eines Großhandels. So, dann müssen wir nämlich noch eine weitere Servicekraft einstellen, damit wir alles soweit abgefrühstückt bekommen. Und zwar dich. So, dann schauen wir mal, wie es läuft. Erstmal schauen, wie viel wir heute verkauft haben. Ein paar Pizzen waren es ja dann doch, Gott sei Dank.
Ja, 6 Stück, aber von 26. Das heißt, es kamen schon mal deutlich mehr Gäste rein. Ihr seht, die Taktik dürfte aufgehen. So, und ich glaube, wir sollten vielleicht uns doch mal überlegen, den Laden durchgehend dann zu öffnen. Also ich hab's... Ich will da erstmal vorsichtig sein, aber... Komm, wisst ihr was? Wir machen zumindest eine Schicht, hängen wir noch dran. So, zack. Und einen Lieferanten. Zack. So, weil ich hatte das im... Da, wo ich es getestet habe, da habe ich es tatsächlich geschafft, die 100 Pizzen zu verkaufen, ohne pleite zu gehen. Gott sei Dank. So, da geht doch mal einiges über den Tisch. Wäre schön, wenn es noch mehr wäre. Und da kommen noch ein paar weitere Kunden, sehr gut. So, Schichtwechsel. Na, das ist jetzt leider so ein Tag, wo allgemein recht wenig los ist. Ja, aber da kommt dann wieder einiges, so gegen Abend. Okay, sehr schön, warte mal. Dann sollen wir vielleicht doch noch einen weiteren Kellner einstellen. Nicht, dass uns hier zu viele Gäste flöten gehen. Ja, okay, das hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber ihr seht, wir haben... Alle haben Platz gefunden und wir haben fast alle abfrühstücken können in Sachen Bestellung. Das läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung, ihr Lieben. Das finde ich gut. Denn es war tatsächlich die Einrichtung, die abgeschreckt hat. Warte mal ganz kurz. Ich muss ja einfach schauen. Okay, die Lampe, die sollten wir vielleicht auch nochmal ändern. Zack, dann machen wir auch hier eine einfache Lampe jeweils. So. Damit es noch ansehnlicher für die Arbeiterfraktion ist, die ja hier in der Nähe tätig ist. Und ihr seht, da kommen die Leute in unseren Laden. Das ist sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt ist ein bisschen weniger los in den Nachmittagsstunden. Was ja nicht verkehrt ist. Also gut, verkehrt in Sachen, ne? Umsatz wäre schon geil, aber... Von der Personalauslastung her ist das ganz okay soweit. So, abends wird es wieder ein bisschen voller. Schichtwechsel. Und wir haben wieder einige Mäuler zu stopfen. Ja, das ist... Das läuft doch, ihr Lieben. Das war halt das Doofe am Anfang, weil ich gesagt bekommen habe, hey, du musst die Einrichtung ändern. Aber in den erhaltenen Zutaten, da müssen wir echt nochmal was gucken. Warte mal, was haben wir denn hier? Erreicht eine Bevölkerungsgruppe besonders gut. Ja, sehr schön. Gruftis. Ja, okay. Warum auf einmal die Gruftis hier sind, keine Ahnung. Ich habe es zwar anders eingerichtet, aber gut, es soll uns nicht grämen. Hauptsache ist, wir haben 51 Pizzen verkauft. Das ist wesentlich mehr als beim letzten Mal und wir sind noch deutlich im Plus. Das finde ich super, ihr Lieben. So, und nicht anders habe ich mir das die ganze Zeit gewünscht. So, da kommen wieder einige hungrige Mäuler, die morgens um 9 eine Pizza bedürfen. Ah, läuft doch. Sehr schön. Da sollte ich aber vielleicht doch nochmal einen Kellner mehr einstellen. Aber es scheint jedenfalls zu laufen. Ich muss mir nochmal... Ich finde es echt so doof, dass es hier keine Symbole gibt. Also ich meine, ne, man sieht ja hier, wer was mag und so, klar. Aber hier, das, ich vermute, der Daumen hoch heißt, dass das ein Stammgast sein könnte. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Ne, aber, naja. Globales Marketing. Wir starten mal eine Kampagne. Wir gönnen uns den Luxus tatsächlich mal. Was sagen denn die Finanzen? Na, wir haben gestern doch miese gemacht, aber wir haben einiges verkauft. Meine Fresse. Ja, erreicht eine Bevölkerungsgruppe besonders gut. Nämlich einfache Leute. Aber... Ich habe doch noch etwas zu hohe Personalkosten, deswegen muss ich mal hier einen Kellner rausnehmen. Vielleicht sollte ich mir doch die dritte oder diese mittlere Schicht klemmen. Na, ich weiß nicht so recht. Okay, wir müssen gucken. Also die Pizzen haben wir ja gleich verkauft, von daher läuft das soweit. Ach, auf einmal finden das Teenager gut? Okay. Warum auch immer. So, da geht wieder einiges über die Ladentheke. Oi, 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 das ist jetzt aber mal ein Ansturm hier. Meine Fresse, so, ihr wurdet leider nicht bedient.
Wartezeiten sind schrecklich. Das ist natürlich Mist. Sehr geehrter Herr Montagu, mein Name ist Pauline Baumann und ich war einst Geschäftspartner Ihres Großonkels hier in Paris. Eine sehr angenehme Geschäftsbeziehung und deshalb wage ich es auch, Ihnen eine solche vorzuschlagen. Es gibt drei sehr traditionsreiche, aber seit Jahren geschlossene Restaurants in der Stadt. Da Sie schon gezeigt haben, dass Sie alte Restaurants zu neuem Ruhm führen können, schlage ich vor, dass wir uns um diese drei Restaurants kümmern. Mir ist dabei klar, dass Sie eine weltweite Kette anstreben. Ich wäre deshalb sehr glücklich, dabei als Ihre Statthalterin in Frankreich zu fungieren. Ich veranschlage 150.000 Euro an Investitionskosten, von denen ich 25.000 selbst aufbringen kann. Das Problem ist, es gibt andere Interessenten, die mit den Frodatus verbunden sind. Ich konnte eine Optionsfrist erstehen. Wir haben 20 Tage Zeit, die Restaurants zu pachten. Wäre dies etwas für Sie? Mit freundlichen Grüßen, Pauline Baumann. Ui, 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 wir kriegen einen Money-Money-Money-Schub. Das finde ich sehr gut. Paris ist eine schöne Stadt und du weißt, dass Pizza Padre früher auch in dieser Stadt einige Restaurants betrieben hat. Drei dieser alten Restaurants stehen leer, müssen aber innerhalb der nächsten 20 Tage gepachtet werden. Dein neuer Partner, Pauline Baumann, hat bereits 25.000 eingezahlt. So, wir haben einmal hier ein Restaurant an einem sehr belebten Platz. Das Ville de l'Amour ist ein traditionsreiches Restaurant nördlich der Oper. Es ist wegen einiger Erbstreitigkeiten seit Jahren geschlossen. Allerdings ist der vorletzte Erbe gerade gestorben, was die Erbstreitigkeiten schlagartig beendet hat. Das L'Eifel ist ein über 100-jähriges Restaurant östlich des Eiffelturms. Über 100-jährig waren allerdings zuletzt auch die Möbel, die Küchenausstattung, die Speisenkarten, die Lagerbestände und das Personal. Rette das Le Roi Edmond. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt alles richtig aus. Das Le Roi Edmond... Südöstlich der Universität ist trotz seines Namens ein Restaurant, das auf die Studentenunruhen von 1968 zurückgeht. Das Restaurant wurde vor ein paar Jahren geschlossen, weil sein Chefkoch sich weigerte, zum Friseur zu gehen. Und zwar ebenfalls seit 1968. Alles klar. So, wir müssen drei Restaurants eröffnen. Eieieiei. So, ich würde sagen, was haben wir denn hier? Hier haben wir wieder einige Arbeiter. Aber auch viele Touristen. Dann nehmen wir doch das als erstes. So, das wird gepachtet. Oh! Okay, das ging jetzt allerdings schnell. In Paris ist ein neuer Stern aufgegangen. Bringe deine Restaurants zum Strahlen und erobere die Stadt mit deiner köstlichen, mit Käse überzogenen Pizza. Um das Bewusstsein der Bürger für ihre Restaurants zu schärfen, sollst du neue Maßnahmen ergreifen. Gut, machen wir weiter. So, dann gucken wir erstmal. Wir haben hier viele Touristen. Das heißt, viele Touristen und viele Arbeiter. Das heißt, wie machen wir die Einrichtung? Wir können natürlich einen Innenarchitekten beauftragen. Grundsätzlich. So, Touristen. Na, das kostet mir ehrlich gesagt zu viel. Das können wir, glaube ich, selber besser. Also Touristen und Arbeiter. Das heißt, Arbeiter mögen es ja eher einfach. Vielleicht können wir die Stile auch mischen? Ich muss das so doof fragen. Geht das? Dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen klassisch oder rustikal? Mehr haben wir gar nicht, ne? Wir haben nur andere Varianten der jeweiligen Sachen. Ah, komm, wir machen es mal einfach. Ach, hier ist er. Moment mal. Da müssen wir mal die Räume ändern. Ich würde sagen, hier machen wir... Also hier machen wir daraus machen wir Küche und daraus machen wir den Speisesaal, einfach weil es vom Platztechnischen her wesentlich mehr Sinn macht. So, wir machen es hier auch einfach. Wegen der Arbeiter und vielleicht mögen es die Touristen ja auch. So, und dann die Stühle auch einfach. Nicht nur, weil es billig ist, sondern weil einfacher ist. Gott sei Dank weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Firma ich diesen Werbeslogan geklaut habe. Das heißt, es kann mir keiner unterstellen, dass ich jetzt hier irgendwelche Produktplatzierungen mache. Ich finde es gut, dass die auch dieses Raster hier haben, dass man sehen kann, wie viel Platz es tatsächlich braucht. Ah komm, Lampen, da hauen wir mal ein bisschen was Klassisches raus. Dass wir da mal von der Optik her ein bisschen was Besseres haben.
Den Pizzaofen machen wir einfach und stellen direkt an die Tür. So, Menükarte. Tonno, Gambaretti, zack. Mein lieber Großneffe, du bist jetzt also in Paris gelandet. Ich erinnere mich, die Franzosen hatten nicht gerade auf Pizza gewartet. Waren immer sehr stolz auf ihre eigene Küche. Frösche, Schnecken und so. Aber am Ende haben wir sie klein gekriegt. Hier hat deine Mutter übrigens deinen Vater kennengelernt, an der Sorbonne. Sie hat uns 2 Jahre lang nichts davon erzählt. Hätte sie, vieles wäre womöglich anders verlaufen. Genieße die Zeit und bleibe erfolgreich. Dein Großonkel Carmine. Sodele. Ein Restaurant, für das du die Pacht bezahlst, sollte auch Einnahmen erwirtschaften. Statte alle Restaurants vollständig mit Einrichtung, Personal und Menükarte aus und eröffne sie weise. Ihnen möglichst auch Warenhäuser zu Paris will essen gehen. Jo, das glaube ich wohl. So, wo haben wir denn hier das nächste Warenhaus? Hier vorne. Gut, das pachten wir. Du belieferst das Ville de l'Amour. Auch wieder Großhandelsqualität. Kostet zwar ein bisschen was, aber das ist es uns, glaube ich, wert. Wobei, Studenten wollen es wahrscheinlich eher modern. Egal. Wir gucken mal. Die Stoßzeiten. Ich würde sagen, wir eröffnen das Restaurant mal abends. 15 und... Die Schicht machen wir erstmal. Ja, doch. Ja, doch, machen wir. Moment. So. Dann... Na, ich will gucken, dass wir hier auf jeden Fall... jemand schnellen haben. So, und zack. Ich muss erstmal gucken, wie der ganze Laden läuft. Logischerweise. Wir brauchen noch ein bisschen mehr für Touristen. Gucken wir mal. Lokale Marketing. Ah, Mist, jetzt habe ich den Text gar nicht gelesen. Verdammt, ich noch eins. Gucken wir nochmal. Dein neues Restaurant braucht etwas Hilfe, um Fuß zu fassen. Ein bisschen Werbung ist die Lösung. Für dich ist Marketing allerdings ein Buch mit 7 Siegeln. Zeit, dich ein wenig mit der Materie zu beschäftigen. Öffne also das Forschungsmenü und erforsche lokale Werbeflächen. Machen wir gleich. So, wir müssen uns die Touristen zu Gemüte führen. Was haben wir? Was haben wir? Gucken wir mal die Fungi. Okay, ist nichts für Touristen. War doch von Machi auch nicht. Wisst ihr was? Wir designen mal selber eine. Und wisst ihr was? Wir machen mal was anderes. Wir nehmen mal eine eckige Pizza. So, Studenten und Teenager stehen hier total auf Gemüse. Touristen weniger. Käse auch nicht. Fleisch mögen Touristen. Fisch auch. Und Gewürze. Okay. Ah. Ich erinnere mich dunkel wieder an den Mixer. So, wir richten mal. So, da machen wir Fleisch. Also Fleisch. Machen wir Salami. Dann machen wir Hähnchen, aber ein bisschen kleiner. Dann machen wir Chorizo. Und wir machen noch Schinken, aber ein bisschen größer. So. Bei Fisch mögt ihr auch, ne? Wisst ihr was? Machen wir das mal weg. Machen... Na, das ist schon wieder ein bisschen zu viel Belag. Vom Gewicht her so. Und wir machen hier noch in die Ecke Schrimps. Und dann kommt Käse noch drüber. Wir brauchen jetzt ein bisschen Käse. Seht's uns nach. Wir nehmen Edamer. Thank you.
Zutaten auf dieser Pizza sind okay. Na, Moment. Das heißt, der Käse... Ach so, doch, gefällt... Was? Ich mag die Zutaten auf dieser Pizza nicht. Und jetzt sind sie okay. Alles dann haben wir uns doch verbessert. So, und Gewürze. Würde ich sagen, ich versuche es mal mit Thymian. Ich bin jetzt kein Meisterkoch, aber ich meine... Moment. Na doch. Und Oregano. Okay, jetzt haben die gesagt, die mögen die Zutaten auf dieser Pizza nicht. Gut, wir machen es mal so. Dann sagen wir 100%, da speichern wir. Wir nennen es Pizza 4. Warte mal, Quattro Animale. Keine Ahnung, ob das jetzt italienisch gesehen richtig ist, aber einfach, weil wir halt 4 verschiedene Sorten von toten Tieren drauf haben. Oh, warum bin ich jetzt da wieder hingesprungen? Das wollte ich nicht. So, wo sind wir? Ach, da. Okay, da haben wir es. So, jetzt freut es auch die Touristen. Nehmen wir mal die Gamberetti raus, die Amerikaner raus. Tonno Caprese, ja, das sieht doch gut aus. Alles klar. So, Moment, wir müssen noch was erforschen, und zwar die Werbung. So, dann hoffen wir mal, dass der Laden hier läuft. So, wir haben schon die ersten Kunden. Ja, und jetzt geht auch die erste Pizza über den Tisch. Sehr schön. Ja. Oi, Moment. Ich brauche hier definitiv noch jemanden. Als Kellner, und zwar jemanden verdammt schnellen. So, nehmen wir dich. Denn hier kommen gerade unfassbar viele Leute hin. Ich glaube, wir brauchen auch noch einen dritten Kellner. Alter, ist hier viel Ansturm. Meine Fresse. Okay, da brauchen wir definitiv noch einen Kellner. So, und ich glaube, wir bräuchten auch eigentlich noch einen weiteren Kochplatz und einen weiteren Koch. Weil der eine, der kommt da definitiv nicht hinterher. Und wir müssen gucken, dass wir den Laden länger aufhalten. Okay, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir erstmal, dem Laden eine weitere Schicht hinzuzufügen. So, und wir brauchen noch einen weiteren Herd. So, gucken wir mal, ob sich die Mittagsschicht lohnt. Weil wenn die sich nicht lohnt und wenn da keine Leute... Ja, wobei, es kommen einige... Uiuiuiui, es kommen tatsächlich einige Leute. Okay, ich hab nichts gesagt, weil ich wollte ja sagen, wenn die sich nicht lohnt, dann können wir ja im Zweifel immer noch sagen, dass wir die Leute umschichten auf eine andere Schicht. Alter, der Laden brummt ja wie weiß nie was. Dann brauchen wir auf jeden Fall für jede Schicht noch einen zweiten Koch. So. Ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht verzetteln. Warte mal, wir brauchen hier noch mehr Kellner. So. Hoffentlich verzocken wir uns nicht. Aber man muss sagen, bisher sieht es ja doch recht gut aus. So, Werbung haben wir erforscht. Dass er immer wieder auf dieses Restaurant springt. Verdammt, ist doch doof. So, wir müssen Litfass sollen machen. Dann machen wir doch mal hier. Die pachten wir. Genau, du wirbst dafür. Dann ziehst du noch mehr Leute darüber. Und hier machen wir noch... Na, lohnt sich die Litfaßsäule, um auf das Restaurant aufmerksam zu machen? Dann doch eher die, oder? So. Würde ich sagen, machen wir so. Und Leute, ihr seht... Ah, unsere... Ich muss mal schauen, was hier... Wir schauen gleich mal, welche Pizza gut weggegangen ist.
Mein Gott, es ist ein mega Ansturm hier. Das finde ich ja richtig gut. Aber ich finde nicht gut, was mit unseren Finanzen passiert ist. Ei, das aus. Boah. Da müssen wir schauen, dass wir schleunigst rauskommen. Ich bezahle viel zu viel für Angestellte. Und für Zutaten. Vielleicht muss ich da doch mal die Qualität ein bisschen senken. So, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal einen Cut. Ich hoffe, dass wir das jetzt finanziell nicht versauen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir bei den Angestellten nochmal nachjustieren. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.